Der einstige Klang der Zukunft, erdacht von Ralf Hütter und Florian Schneider, der jetzt für immer verstummt. Florian war jemand, der total zurückhaltend war und dessen Instrument ja ursprünglich sogar die Querflöte war. Also nichts, womit man vorne hingeht und im Sinne von Rock'n'Roll in irgendeiner Hinsicht post oder sich verkauft. 1970 gründeten Hütter und Schneider Kraftwerk. Ab 1974 schmissen sie konventionelle Instrumente über Bord und machten fortan ausschließlich elektronische Musik. Interviews so gut wie keine, wobei Schneider noch eine Spur introvertierter schien als Hütter. Mit ihrer Musik schufen sie den genetischen Code für Techno und die Berliner Clubszene. Mutmaßlich kein Tresor und auch keine Love Parade ohne Kraftwerk. Ganz Berlin im Endeffekt hätte sich nicht mit Techno entwickeln können ohne Kraftwerk. Kraftwerk hat streng genommen gleich zwei Genres ermöglicht: Techno und Hip-Hop. Florian Schneider hat sich bereits vor 10 Jahren von Kraftwerk verabschiedet. In der Musikgeschichte hat er aber längst einen festen Platz für die Ewigkeit.